Joho, Sims-4-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Die Sims 4 Zeit für Freunde. Ha, es ist cool, wieder aufzunehmen. Ich habe seit einer Woche keine Videos mehr aufgenommen wegen der Gamescom und das ist ein echt merkwürdiges Gefühl. Ich habe jetzt auch ein bisschen den Anschluss ans Let's Play verloren, weil ich auch wenig Kommentare lesen konnte. Die Zeit war einfach nicht da und gestern hatte ich einfach vergessen, dass ich das machen könnte. Naja, ich habe mir ein bisschen die Sims-Kommentare heute durchgelesen und euch gefällt ja die Storyline, die sich da entwickelt, super. Mir auch. Also ich meine, es ist traurig, was da alles passiert ist. Mit Maui und Chloe und Marvin. Ist klar, aber ich meine, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht irgendwie wieder hinkriegen würden. Vielleicht braucht da wirklich halt nur mal der eine vom anderen ein bisschen Abstand oder so. Und was ist hier los? Ich bin mal in diesen Haushalt geswitcht. Zurück zu Yuki, die da gerade quietschvergnügt in Foren am Provozieren ist. Junge Frau, was soll denn das? Wie wäre es denn mal mit... Was weiterschreiben? Wir haben echt ein Buch angefangen. Wer hat Angst vor Kevin Pascal? Vielleicht sollte sich mal wieder diesen Fähigkeiten widmen. Wer hat Angst vor Kevin Pascal? Ist ein wunderschöner Titel. Das, die Antwort auf der letzten Seite ist wahrscheinlich niemand. Alento muss bei der Verarbeit sein. Ihr seid ja noch hier am Penen. Das ist ja unglaublich. Ich habe gedacht, wir feiern mit Yuki jetzt mal Geburtstag. Wird mal Zeit. Ich habe schon dafür gesorgt, dass Sarah und Jacob Erwachsene sind. Also keine jungen Erwachsene, sondern mehr Erwachsene. Was ist der Unterschied? Mehr Falten. Der Unterschied sind mehr Falten, definitiv. Und lieber Alentus Strikewater, du musst ja jetzt gleich zur Arbeit. Da ist das für dich ein bisschen zu spät mit dem Aktien erforschen. Aber als... Hedgefondsmanager ist ja auch schon eigentlich alles ganz gut. Du musst freundliche Interaktionen ausführen. Wie wäre es, wenn du dann mal hier freundliche Interaktionen ausführst? Interessen reden und so Sachen. Sind das nicht freundliche Interaktionen? Doch, freundliche Interaktionen, oder? Ah, guten Morgen. Na, mein Liebling, wie geht es dir? Zwischen den beiden kriselt es ja auch so ein bisschen. Ich weiß ja jetzt nicht so genau, was das für eine Beziehung ist. Wir kennen die beiden noch nicht so gut. Wir haben uns noch nicht länger mit ihnen auseinandergesetzt. Aber ich weiß, dass wir hier auch etwas kompliziertere romantische Verhältnisse hatten. Ja genau, sie hatte Marvin mal angebaggert. Irgendwie wurde daraus aber nichts. Er hat mal mit der Agneta rumgebändelt und der Maria und den Thorsten aus Versehen wahrscheinlich. Aber hier steht auch nur Freunde, also von daher ist alles in Ordnung. Wir haben hier liebende Liebespärchen Seelenverwandte. Vielleicht wird es auch Zeit, dass die beiden mal heiraten oder nicht. Auf jeden Fall ist ein bisschen schwierig zwischen den beiden, finde ich persönlich. Warum schaust du mich an? Ja, Mann, du siehst aus wie heute wunderschön wie ein Lama, wie ein Kunstwerk. Hast du mich gerade beleidigt? Nein, du bist voll die Granate im Bett, Schatz. Ihr solltet mal wieder zusammen essen. Ich rede dir die ganze Zeit rein, Mann. Okay, die unterhalten sich nicht, sondern sie reden aneinander vorbei. Da sieht man dann schon mal eventuelle Zukunftsprobleme. Wo ist Akito? Akito hat Sport gemacht. Interesse an Eleonora und Chloe. Also bei Chloe, ich schätze mal, der Zug ist einfach abgefahren. Das passt überhaupt nicht mehr. Eleonora würde uns wahrscheinlich die Nervenbahnen zerfressen. Wie haben wir noch alle Freunde hier? Wieso mögen wir Luca nicht? Was haben wir gegen Jochen Socke? Was haben wir gegen Jochen Socke? Nichts Wirkungsvolles, vermute ich. Aber unsere Freundschaften hier sind noch alle da, ja? Mhm, gut. Hatte ich mir ja ein kleines bisschen Sorgen gemacht. Weil das ja, wenn man Haushalt hin und her switcht, nicht so immer hundertprozentig funktioniert. Ihr bester Freund ist der Dino. Tja, Yuki Geburtstagsparty. Heute ist mal wieder so ein düsterer Tag. Aber sie lacht, das ist gut. Trotz einer depressiven Verstimmung am Morgen hat sie sich aufgerafft, an den Computer sich zu setzen und ja, ein bisschen den Tag zu feiern, so wie es aussieht. Alles klar. Also das mit Sam läuft ja wohl wirklich unglaublich gut. Bekannte, liebende, romantisches Interesse, Seelenverwandte, einfach nur gute Freunde, fester Freund und Turteltauben. Ja, das kann man mal so machen. Mhm, eine Geburtstagsparty. Wollen wir so eine richtig große Geburtstagsparty außerhalb mal feiern? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wie geht's, Jacob? Okay, sie hat da gerade den Tonkumpel weggepackt. Du hast voll die schönen Brüste. Und so schöne Brüste habe ich noch nicht mal im Internet gesehen. Wow, das scheint gezogen zu haben. Holla, die Waldfee. Immer, du bist einfach mein Sonnenschein und deine Hängebrüste sind das Schönste, was es gibt. Da können mich Fliegen mal kreuzweise. Ich stehe nur auf dich, weißt du? Du Liebesrakete, du. Wollte ich immer gesagt haben, das Kind ist voll so aus dem Haus, ne?
Du meinst, ich sollte mal vielleicht einen Roman schreiben oder sowas? Wir könnten was kochen. Ey, Mann, das meinte ich damit eigentlich voll so nicht. Aber egal, Mann. Hier. Romantische Interaktion, wenn ihr schon dabei seid. Warum dann mal nicht? Wange streicheln. Rumknutschen. Im Schrank rumschmusen. Wieso bist du nicht arbeiten? Geh arbeiten! Geh arbeiten jetzt! Okay, jetzt wird im Schrank rumgeschmust. Sehr gut. Ich hatte schon Angst, sie gehen wieder in einen anderen Schrank. Manchmal klickt man das an und es landet alles in einem... Hui! ja, das... Wow, die Geräusche. Holla die Wald... Fee. Das ist ein Spiel für Kinder, oder? Ist das ab FSK 12 oder was ist das? Eieieiei. Wir müssen doch wieder mehr Bücher schreiben. Die Tantiemen laufen langsam aus. Wieso gehst du denn nicht arbeiten? Jetzt geh arbeiten, geh arbeiten, geh arbeiten. Wow. Seriously, was ist hier los? Ernsthaft? Okay, so, ich fand es irgendwie so toll, so wenn du so irgendwie so unserer Gruppe Heckenritter beitreten würdest. Was sagst du dazu? Irgendwie so voll so die Heckenritter. Weißt du, wir sind so Ritter und irgendwie so sind wir so voll so die Coolen. Also so wir chillen so irgendwie so in Kostümen so ab, so weißt du so. Nein, danke. Hallöchen, Popöchen. Da wurde aber ordentlich im Schrank Dinge getan, die... Yikes! Kann mal passieren, ne? Wo waren wir stehen geblieben? Ich wollte eigentlich gucken, Yuki sitzt immer noch am Buch. Unser erstes Buch. Vielleicht sollten wir mal lieber unserer Musik weitergehen. Das ist jetzt 11 Uhr. Ich würde sagen, wir feiern Geburtstag, so wenn die Kinder aus der Schule wieder da sind. Kannst du mal ein jammervolles Klagelied fortsetzen. Das war erstens echt schön. Zweitens bringt das dann auch noch ein bisschen mehr Geld. Und ein bisschen den Garten pflegen danach auf jeden Fall noch. Und hier wird die Koketterie weiter betrieben. Und da, was hast du da? Achso, du bringst den Tonklumpen weg. Alles klar. Tonklumpen sind ja auch... Das will er Wange küssen, ne? Das passt doch. Ey, Mann, Baby, guck mal, voll der geile Tonklumpen, ne? Ich wollte da Brüste rausformen, hat aber nicht so geklappt und so. Das finde ich jetzt so voll erotisch. Also, weißt du, ich sollte vielleicht wirklich mal, so wie du gesagt hast, so ein Roman... Einen Roman schreiben, wieder einen neuen. Über Müll. Nee, dann machen wir das jetzt mal hier schreiben. Weiterschreiben. Magnetstürme im All. Richtig. Eben voll geil, wenn du jetzt was Schönes schreibst, ne? Ich sitze dann hier mit meinem Tonklumpen. Was ist das denn für eine Fliege? Wo kommt die her? Plaudern, ne? Du kannst dich mal anziehen. Nicht Kleidung ausziehen, Kleidung anziehen. Das da bitte. Hopp. Schick. Schick, schick, schick. Okay, gut. Also. Hier hatten wir ja auch noch ein Lied, ne? Ganz entspannten Rhythmus fortsetzen. Da wird überall Musik gemacht. Und was mit unserer Svenja? Müsstest du nicht auch schon längst bei der Arbeit sein? Wieso gehen die alle nie arbeiten? Ich hab vergessen, ich ja auch arbeiten. Da war was. Ich geh hoch. Kein Problem. Hab ich vergessen. Du warst dumm. Ist aber auch von mir. La 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 la. Ich fühle mich heute sehr selbstbestimmt und sehr selbstsicher. Und ich sehe in meinen Arbeitsklamotten sehr gut aus. Arrivederci. Okay, super. Jetzt sind alle hier nur am Arbeiten und Musik machen oder Musik hören. Alter. So. Das finde ich ehrlich gesagt voll süß. Wartet mal, da muss ich einen Screenshot machen. Weil ich übrigens immer noch in den Kommentaren gefragt werde und ich frage mich, wie das geht, obwohl ich es doch schon in 300.000 Parts erwähnt habe. Wenn ihr diesen Kameramodus hier haben wollt, da steuert sich mit WASD, Q und E, also E nach oben, Q nach unten, WASD, links, rechts, vorwärts, dann müsst ihr Tab drücken. Und Tab ist direkt die Taste neben Q. Nein, nicht das W, sondern die links neben Q. Aber ich weiß auch nicht, ob das nur in dem Sims 3 Kamerasteuerungsmodus ist. Ich habe den Sims 3 Kamerasteuerungsmodus an, weil ich sonst nicht klarkomme damit.
Das war ein gutes Musikstück. Das ist aber auch süß. Sie schreibt da gerade ein Buch, er stellt sich dahinter, macht ein bisschen Musik. Also ich fände das halt cool, so könnte ich mir vorstellen, zu arbeiten. Wie weit sind wir mit dem Buch inzwischen? Ach, noch gar nicht weit. Alles klar, na dann kann das ein bisschen dauern. Ich mache hier Musik. Da singen doch mit und so. Also ich meine, das geht ja nicht, ich muss mich konzentrieren. Du kannst gerne singen. Huh, ist mir zwindelig. Das Lebensleben. Was muss jetzt meinen Science-Fiction-Roman weiterschreiben? Was wollen wir denn hier machen? Freundlich zu Christina sein. Wir wollen freundlich zu unserem eigenen Kind sein. Das ist doch schon mal was. Da sagt man doch, dass Sims anderen Leuten nichts beibringen würde. Freundlich zu den eigenen Kindern sein, das ist doch etwas, das muss man doch auch erstmal erklärt bekommen. Okay, wenn du fertig bist mit Lied schreiben, dann könntest du ja Mittagessen servieren. Butternuss-Kürbissuppe wäre voll gut. Was ist jetzt passiert? Ach so, neues Lied, neuer Name. Jacob Kopp hat gerade ein Lied zu Ende geschrieben. Wie möchtest du es nennen? Singt doch alle mit. Finde ich ganz gut. Ich meine, ich bin mit dem Lied fertig, voll super. Ich pack mal die Gitarre dahin. Nee, eigentlich bräuchte ich die mal im Inventar und so, ne, hier so. Hip hip hurra. Und dann können wir das Typ im Briefkasten zur Lizenzierung verschicken. So, ja, Lizenzierung finde ich geht. Lizenzieren, Gitarre. Alter, so viel. Das geht auch nur einmal am Tag, ne? Level 10 der Schreibfähigkeit. Sarah kann Biografien schreiben. Wir haben das Maximum erreicht. Das ist ja der Hammer. Ja, ich bin halt eine Schreibikone. Was, jetzt die Musik wieder angemacht. Alles klar. Aufs Klo muss ich aber auch bald mal. Da müssen wir drauf achten. Was mit Yuki los? Yuki ist immer noch da am... Aber ihre trübe Verstimmung ist dadurch weg. Naja, das hilft halt einfach auch enorm, ne? Mal so ein bisschen Musik machen, abgelenkt sein, an andere Dinge denken. Immer auf das Positive fokussieren. Oder auf den Augenblick im Moment. Ich bin ja so ein Mensch im Augenblick leben und nicht an das denken, was mal in 80 Jahren sein könnte. Okay, cool. Also wir können halt nur, genau, wir können das nur... Ach, wir müssen eine ganze Woche warten, bis wir ein Lied lizenzieren können. Wow, okay, das ist ziemlich krass. Das finde ich fast schon ein bisschen viel. Wie wär's denn mal wieder mit ein bisschen Sport? Du könntest mal ein bisschen abnehmen, mit geschwellter Brust laufen. Guck mal, ist auch super. Hast du mich gerade fett genannt, ne? Also mein Körper ist 100% biologisch vegan, ne? Muss ich mal sagen, so voll glutenfrei alles, schwöre. Und ey Mann, ich find's von dir voll nicht nett, dass du kritisierst, dass mein Speck an meinem Körper so sitzt, wie er sitzt, ne? Okay, mit geschwellter Brust laufen ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich hatte gedacht, jetzt kriegen wir irgendwas Cooles zu sehen. Okay, dann würde ich aber sagen, wird es vielleicht jetzt Zeit, eine Geburtstagsparty zu feiern. Aber wir haben halt auch schon wieder den Part fast rum. Da könnten wir das jetzt in dem heutigen Part mal planen. Ich weiß nicht, eine Geburtstagsparty. Also ich glaube, Yuki fühlt sich in ihrer Haut noch nicht so wohl, dass sie eine Geburtstagsparty irgendwo auswärts feiern würde. Aber hier so im Garten eine Geburtstagsparty mit ein bisschen Grillen könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Aha, Getränk einschenken. Lecker. Schicken wir die junge Dame doch mal raus. Outfits ändern. Ja, du hast dich angezogen, das ist brav. Ja, die Gitarre wieder ins Inventar gepackt. Ja, hier muss immer noch jemand aufs Klo. Die Love-Balken. Heiß und süß, wegen Sozialkontakt. Okay. Jacob ist da unten am Schwitzen. Ganz schön muskulös geworden, der Kerl. Wow. Das ist also Biospeck, ja? Uh-huh. Ganz schöne Muckis gekriegt. Kann man ja nicht anders sagen. Dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier Geburtstag feiern, geht ihr nochmal duschen. Auf die Toilette. Irgendwie ist es sinnvoll, erst auf die Toilette zu gehen und dann zu duschen. Sarah kann das gleiche auch nochmal machen. Gleich erst. So, dann habe ich... Yuki will... doch nichts essen? Also bei ihr ist es häufiger so, dass sein Essen plötzlich durchgestrichen ist. Kein Wunder, dass sie so dünn ist. Hat immer noch ein bisschen Probleme damit, ne? Sich so zu motivieren und so. Aber war ja auch ein bisschen heftig, was da alles in letzter Zeit bei ihr gelaufen ist.
Dann trinken wir mal ein bisschen Limonade. Also die im Becher, in der Kanne, die wird nie schlecht. Die in den Gläsern wird schlecht. Das ist faszinierend. Lassen wir also die Getränke doch einfach immer in dieser unendlich immerwährenden Kanne. Das, was willst du hier? Wieso ist er hierher gelaufen? Jacob? Manche Dinge muss ich nicht verstehen. So, dann würde ich sagen, ist jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, den Part zu beenden und am nächsten Part mit der Geburtstagsfeier für Yuki anzufangen. Derpface. Schön, das ist doch ein wunderschöner letzter Blick auf Yuki. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für eure Kommentare der letzten Wochen. Das war unglaublich cool. Ich bin gerade dabei, alle nachzuholen und ich freue mich natürlich auch auf die Kommentare zum heutigen Part. Mal gucken mit dem Alterungsprozess. Wir steigen jetzt langsam ein in die nächsten Storylines. Es wird spannend. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Wirsing!